den Begrenzer. Der Begrenzer regelt sanft. Der rote Bereich fängt bei 10.000 an. Dazu sehr quäle ich die Maschine auch nicht, ist nicht meine Maschine, deshalb jetzt machen wir uns klein. Topspeed bergab. Hier weiß ich, dass die CBR 130 schafft. Okay, jetzt geht's bergauf. Wir verlieren an Fahrt. 195. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt einen realistischen Eindruck gegeben, wie schnell ihr damit auf der Landstraße seid. So Leute, willkommen zum Video. Jetzt gibt's ein Topspeed-Rennen, wie auch immer, mit der Duke 125 2017er Baujahr. Sie hat geile Reifen drauf, Metzeler M5. Sprich, der ist nicht schlecht. Die M7RR sind besser, aber der M5 reicht völlig, um hier schneller zu fahren. Das heißt, ich muss hier halt aufpassen. Mit dem BT45 der CBR habe ich hier absolut keine Probleme, die Kurven mit 130 bis 140 zu nehmen. Bergab, also ich fahre gleich wieder bergab. Und viel Spaß beim Schauen. So, hier kann man echt geil die Duke drücken, ne? Muss sich der lassen. Sprich, hier könnt ihr euch auch richtig reinlegen. Ist jetzt keine hohe Schräglage oder so. Selbst wenn der Reifen rutscht, kann man ihn gut abfangen, weil er echt beherrschbar ist. Also ich muss hier echt drehen. Vierter Gang. Also ich muss mich wirklich nach hinten setzen. Das ist negativ bei der Duke, dass man nicht viel Platz nach hinten hat wie bei der CBR. Sprich, so sportlich kann man nicht angasen mit dem Kniesteifen und so, ist halt gewöhnungsbedürftig. Sechster Gang. So, hier haben wir noch 120 drauf. Das Runterschalten funktioniert einwandfrei. Jetzt warte ich auf die zwei Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich zeige euch noch kurz einen Walkaround von der Sexy Duke. Schaut mega nice aus. Mega, mega nice. Die LED-Blinker, LED-Licht. Sound vom Akrapovic ist auch nicht schlecht. Hier, das meine ich mit dem Sozius-Sitz, es sieht zwar gut aus, aber man kann hier nicht so geil draufrutschen. Also weit nach hinten rutschen wie bei der CBR, aber du ey, meckern auf hohem Niveau. Mega Bike. Hey.